Hey Freunde, für uns geht's heute wieder zurück in die Vergangenheit von Super Mario. Nämlich haben wir hier in der Rückblende-Galaxie einen Kometenstern bekommen. Sehr geil. Und da wollen wir gleich mal reinschauen, würde ich sagen. Was für eine Challenge erwarten uns hier? Mal schauen, vielleicht ist es ein Risikokomet, aber ich tippe mehr auf 100 Münzen. Was? Silbersterne in der Wump? Okay, nochmal Silbersterne. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Was ist jetzt das anders? Ah, nein. Beeilung. Lass mich raten. Wir haben jetzt hier voll das krasse Zeitlimit. Ja, ja. Sowas wird sein. Diese fiesen Leute. Die kenne ich doch. Ja, 2 Minuten. Okay, zum Glück habe ich gerade erst den anderen Part aufgenommen. Das heißt, ich müsste noch wissen, wo die Sterne sind. Und zwar hier ist der erste. Ja, der war ja easy. Und sehr schön. Die Wand spielt mit. Wir müssen nicht lange warten. Und ja, können uns hier gleich das Power-Up holen. Mit dem wir an den ersten Silberstern kommen. Da jetzt halt schnell weiter, dann müssen wir hier auch nicht warten. Und jetzt, genau, jetzt müssen wir da außen rum. Stimmt, so war das ja. Das sollte man hier oben runter. Und dann im letzten Moment abspringen, jawohl. Okay, hier nochmal aufladen. Und, wow, das war jetzt ein bisschen zu knapp. Landen wir noch? Ja, wir landen noch, okay, gut. So, und dann sind wir auf der anderen Seite des Castles, jawohl. Oder des Kastells natürlich. Okay, jetzt muss ich mir noch einfallen, wo die anderen waren. Ja, ich glaube, einer war ja auf der Spitze, ne? Und der andere... Ah ja, genau, der war da in der Mitte oben. Also auf der mittleren Ebene. Ja, Halbzeit, okay, wir sollten uns beeilen. Ist schon noch einiges am Weg. Ja, okay, aber wir haben schon mehr als die Hälfte, also ist kein Stress. Hoffe ich mal. Gut, da kürzen wir nämlich ab. Und dann müssen wir nur noch hier hin. Jawohl. Mit dem haben wir jetzt nämlich noch, wow, einen Stern in der Mitte zu holen. Und mir fällt gerade wirklich nicht wirklich was zum Kommentieren ein, deswegen, also, weil ich mich hier gerade sehr konzentriere. Ups. Dann fehlt uns auch nur noch ein Stern und wenn wir uns etwas beeilen, haben wir den auch gleich. So natürlich nicht. Gut, bei der haben wir das letztes Mal ja auch nicht wirklich aufgehalten. Und hier machen wir das auch ganz schnell. Und wir haben nur noch 15 Sekunden. Oh, das ist ja wirklich knapp die Zeit. Weil ich habe jetzt hier nicht rumgetrödelt oder so. Aber wir haben die Sterne und hätten sogar noch 8 Sekunden gehabt. Ja, zum Glück habe ich das gleich danach aufgenommen. Ansonsten wäre das wahrscheinlich daneben gegangen. Gut, und dieses klappt es dieses Mal? Nein, wieder knapp vorbei. Verdammt. Naja, wir haben den Stern. Ich bin zufrieden. Und damit haben wir leider auch diese Galaxie zu 100% abgeschlossen. Das heißt, wir können sie nicht mehr wiedersehen. Schade. Aber komm, wir haben viele coole neue Galaxien. Kein Grund zur Sorge. Oh ja, ein weiterer Stern für uns, eine Krone für uns und... Ja, bald haben wir dann schon 800 Sternteile für nur noch 1000. Also, so viele Galaxien sind sie nicht mehr. Ich hoffe, wir können den Luma noch irgendwie füttern. Wenn nicht, muss ich halt offscreen sammeln. Und sammeln und sammeln. Gut, wir sprengen eine weitere Barriere und öffnen den Weg zu einer Kürbisgalaxie? Oder Zwiebel? Monster Arena Galaxie. Oh, ja, es ist ein Kürbis. Der ganz lustig ausschaut. Gibt's auch solche Brillen mit solchen Sternen, oder? Ich weiß nicht, in Halloween siehst du da immer welche. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Und ich denke mal, hier haben wir einige Kämpfe auszutragen. Das heißt, das sollte nicht zu lang werden, oder? Na doch, das heißt nur so, also. Oder? Ja, ich glaube, es wird doch mit Kämpfen, aber es ist nicht wirklich eine Arena, sondern... Oder? Es sind mehrere Arenen, so kann man es, glaube ich, sagen. Und ja, die Musik... Oh. Ach so, das ist unser erster Kampf, oder? wir legen den Goomba und kommen dafür weiter. Okay. Auch die Musik ist gespannt. Und ja, es wird schon schwerer. Nicht schlecht, du hast es bis hierhin geschafft. Aber ist dir jetzt klar geworden, dass du alle Feinde besiegen musst, um weiterzukommen, oder? Natürlich. So, aber zum Glück sind jetzt das... Oh, 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 oh. Zum Glück ist jetzt hier der Planet etwas größer geworden. Weil das mit dem Goomba, das war für mich schon ein bisschen zu klein. Und hey, da ist die Kometenmünze, was mache ich denn? Ja, komm, Hauptsache ich gehe nicht drauf. So. Komm mal her und dann wird nicht in die Lava geschmissen. Na toll. So, warum waren eigentlich bei dem Goomba? Da waren doch 2 Sachen, um sich zu heilen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Und hier ist gar nichts?
Obwohl hier Lava ist, seid ihr des Wahnsinns? Okay, das ist ja auch nicht wirklich schwerer, also. Ja, ich brauche nichts sagen. Ich schaue mich trotzdem mal um, weil ich möchte eigentlich schon gerne mit Full Life weiter. Na gut, dann aber halt nicht. Weiter geht's. Ich hoffe, wir können jetzt nochmal heilen, weil solche Dummheiten wie gerade, die passieren mir halt eben immer wieder. Aber mit einer Feuerblume ist das hier eh kein Problem. Aber wie die Typen auch schauen. Die versuchen ja gar nicht, mich anzugreifen, oder? Oder umkreisen die mich und ist das hier Angriff? Kann sein. Ja, es sind auf jeden Fall down, also. Wen kümmert's? Ah ja, schießen wir noch ein paar Feuerbälle hier rum als Effekte oder was auch immer. Und verkrümeln uns. Gut. Oh ja, der Sand soll... Ah nein, ich dachte schon, wir versinken im Sand. Das wäre... Oh, was? Wir können uns nicht... Wir können ihn nicht zerstampfen. Ich dachte, wenn die schon einen Panzer haben, dann zerstampfen wir sie wenigstens. Oh nein, Mario. Okay, die Gegner sind so dafür ganz schnell Nullen und greifen nicht an. Deswegen, komm, weg damit. Wo ist der Letzte? Ich will nicht reinlaufen, deswegen mache ich immer wieder Stopp. Da ist noch eine. Aha, er bewacht die Münze. Na gut. Ach, das ist auch eine Krabbe, die abhaut. So, ich... Nein. Ja, die greift mich gar nicht an. Okay, die probiert es gar nicht. Ich möchte erst einmal draufspringen und dann hat man genug Zeit, außen rum zu gehen und... Na, was mache ich denn? Ja, hör auf zu lachen. Komm, dafür gehst du jetzt drauf. Hey, es gibt sogar ein Up dafür. Na, bis jetzt ist das Ganze ja ganz schön easy, muss man sagen. Und die haben hier auch mal eine kleine Zwischenpause, wo man sich nochmal aufheilen kann, saven und so weiter. Aber komm, das ist jedoch echt nicht schwer gemacht, finde ich. Und ich weiß gerade nicht, wo der... komm, komm noch her. So, ich weiß auch gar nicht... Genau, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Und komm hier nicht zum Reden, weil vor lauter Gegnern. Aber jetzt sind die auch erledigt. Und wir... Wir bekommen einen Schlüssel, aha. Ach, damit werden wir jetzt halt dann das Tor in die Röhre öffnen. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Fight innerhalb des Kürbisses, oder? Oh, gar kein Fight, sondern einfach nur so. Und, oh, ich habe die Boost verwechselt. Ich dachte, dass, ich habe noch so im Kopf gehabt, dass die Typen ja, konnte ich nicht irgendwie bremsen? Ja, genau. Aber wenn ich Z gedrückt halt. Ich hätte gerade noch irgendwie so im Kopf, dass ich, ja, dass ich die unsichtbar machen kann, wenn ich schüttel. Und mir fällt gerade auf, dass ich voll oft verkacke, was ich überhaupt sagen will während dem Let's Play. Dabei mache ich das jetzt schon so lange und verspreche mich trotzdem noch andauernd. Na, ich bin halt ein Noob. Hey, und hier können wir uns noch ein Upgrade kaufen, aber wahrscheinlich kostet es 30 Sternteile, ne? Ja, dachte ich mir schon. Verdammt. Ja, bis zum nächsten Mal. Hätte ich wohl noch die zwei mitnehmen sollen von vorhin. Naja, komm. Wir haben genug, also... Das schaffen wir bestimmt. Aber es kommt wahrscheinlich auch noch ein Bossfight. Und was? Ein Luma? Hier in der Galaxie? Wie viel Münzen willst du? 20, okay. Da muss man wirklich alles mitnehmen. Lieber nicht, bitte. Da kommen wir später nochmal. Jetzt machen wir erstmal das Normale. Den normalen Fight. Und ich frage mich gerade, können wir hier Schlittschuh laufen? Ja, können wir. Das ist doch cool. Wo ist der nächste? Oh, zwei davon gleich. Und... Ein Double Kill. Ja, kein Kill, aber ein Doppeltreffer auf jeden Fall. Okay, wo ist jetzt der Ausgang? Und oh, sind die Sprünge cool hier, wenn man Schlittschuh fährt. Aber wir müssen schon wieder runter von dieser Stage. Denn hier gibt es noch genug Neues zu entdecken. Okay, wo versteckst du dich? Hier. Kann ich dich so killen? Nicht, aber... Ach so, ich muss einfach so stampfen, dann kommen die raus. Ja, das ist ja noch um einiges leichter. Denn so sind auch schon die erledigt. Zack. Oh, und es gibt wieder einen Unterwasserfight, okay. Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Geister oder kommen irgendwelche Kampffische hier? Achso, gar nichts mit Wasser. Achso, diese Typen und die Schwerkraft ändert sich. Oh Gott. Oh. Denn wir können sie nur in der Mitte, glaube ich, erledigen. Also den hier auf jeden Fall, genau. Weil auf einer Seite haben sie Stacheln, aber auf der anderen nicht. Und, jawohl. Schnell erledigt, bevor sich die Schwerkraft wieder ändert. Naja, das heißt für uns, hier gibt es nichts mehr zu tun. Und wir können wieder weiterfliegen. Haben wir eigentlich gerade volles Leben? Ich weiß gar nicht. Ich nimm lieber mal eine Münze. Nee, wir hatten eh voll. Okay. Und diese kleinen Sternringe werden irgendwie immer stärker. Wow, aufpassen. Was, die matschen die Bäume zusammen, okay. Und jetzt muss ich hier echt aufpassen. Nicht, dass die uns hier killen. So, nimm das. Oh, oh, die fahren hier alles zusammen. Na, aber jetzt kommt... Ja, das hat nicht gereicht. Okay, es hat doch noch gereicht. Gut. Zack.
Jawohl, das gibt auch schön Sternteile. Die ich gerne mitnehme und nein, das kriege ich nicht mehr. So, haben wir ihn und damit hätten wir schon das Level, okay? Das war ja easy, muss ich sagen. Ja, doch. Zack, hier mit dem Stern. Gibt's hier nicht noch irgendwas? Passiert nicht noch irgendwas? Ja, der wartet jetzt, kommt aus dem Planeten noch irgendein Mega-Boss raus. Aber nein, okay, gut. Ja, war lustige Galaxie, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, hier mal alle Gegner zu killen, die man so begegnet sind. Okay, es gibt natürlich noch mehr, aber ja. Hat Spaß gemacht. Jawohl, ja, Luma ist wieder mit dabei und damit haben wir 99 Sterne. Das ist nice. Ja, komm, alles Mögliche und... Achso, ich dachte jetzt schon, es kommt ein neuer Komet, weil wir haben, glaube ich, schon alle Kometen erlegt, die wir bisher haben, oder? Ich weiß gerade nicht, ich glaube schon. Und, oh, es gibt eine herausfordernde Sturzfluggalaxie. Ich glaube, die mache ich nächstes Mal. Ich will jetzt erstmal noch hier die Galaxie fertig machen, die bei den Kampfdingern da gerade. Da wartet noch ein geheimer Stern auf uns. Und ich wette, hier kommt ein Risikokomet, wenn dann ein Komet später kommt. Ist es garantiert ein Risikokomet, weil, naja, dieses Level bietet sich ja quasi dazu an, also, ja. Aber wenn man nichts Dummes macht, ist das auch nicht zu schwer, denke ich. So, hier am Anfang haben wir gleich 3 Münzen, weil der Gumba gibt dann ja auch nochmal eine. Obwohl das hier der einfachste Fight ist. Ja, und schau, ich finde, die Schwierigkeit hier ist eigentlich, es ist ein kleiner Planet und dann kann man das nicht so wirklich einschätzen, wo man hinspringt. Aber, ja, es ist trotzdem peinlich, sich von dem Gumba gleich jemanden treffen zu lassen. Hey, und hier haben wir unsere Münze, die nehme ich gleich nochmal mit. Bringt zwar nichts, aber komm. Und nein, du hupst nicht in die Lava. So, hier müssen wir jetzt darauf achten, wirklich alle Münzen mitzunehmen, die wir auch nur in die Finger bekommen können. Denn wir brauchen ja schließlich... Oh nein, da ist er reingefallen. Wir brauchen ja schließlich 30 Stück, glaube ich, waren es. Nein, 20 waren es. Genau, 30 wollte der Verkäufer haben. Damit wir den Pilz bekommen. Aber wir wollen ja nur den Typen füttern. Gut, 6 Stück haben wir schon. Und hier waren, denke ich, auch noch irgendwo welche versteckt. Kann es sein, dass in den Kisten hier sind, wenn ich sie so kaputt mache? Nein, da ist immer das Gleiche drin, okay. Gut, aber wo haben wir dann die ganzen Münzen herbekommen? Naja, mal schauen. Einfach von den Gegnern noch das ganze Zeug mitnehmen. Ach, die geben auch so. Okay, ich dachte, die geben vielleicht Münzen. Schade. Aber der Typ kommt doch jetzt dann gleich schon. Wo soll ich denn die Münzen herbekommen? Naja, komm. Wir werden sie schon finden. Hier haben wir noch eine. Und, was die ganze... Achso, warte mal, ich habe ja noch Feuer. Das hätte ich vielleicht nutzen sollen hier. Na, okay, haben wir 2 gekillt, doch. Ah, und die blaue ist wieder abgehauen. Na, passt doch. So, erstmal so. Und dann so. Zack. Achso, okay, die gibt wieder einen ab. Aber wir haben erst 10 Münzen, das ist nicht genug. Na gut, wir werden schon noch welche finden. Sage ich jetzt schon zum x-ten Mal, aber egal. Noch 5, dann haben wir es. Mario, bitte speichern. Und das Ding hier schaut aus wie eine Glühbirne von unten zu die Fassung. Ja, nicht die Fassung. Das, was man in die Fassung reinsteckt. Und hier kann, braucht man den Stampfer, genau. So, Nummer 2. Da haben wir es ja schon gleich in 2 Münzen. So. Ja, also das reicht auf jeden Fall, weil... Ich dachte eigentlich, der Typ kommt schon eher nah, aber wenn wir die Boosterinnen noch erledigen, kriegen wir auch bestimmt nochmal 6 Münzen oder so. Also, wir haben auf keinen Fall einen Münzmangel hier. Gut, da drin halten wir A gedrückt und schauen, dass wir nicht getroffen werden von ihnen. Und leuchten sie mal weg hier. Schön Luigi's Mansion-mäßig. Zack, 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 zack. Wow, du auch. Nicht, dass du mich noch erwischt. Und sammeln natürlich die Münzen ein. Den schieße ich mal weg, weil dann können wir hier genauer rumschwimmen. Und ja, das. Wir haben ja schon die 20. Das heißt, wir können abhauen. Gut, hier unten müsste das Ding sein. Genau. Jetzt muss ich nur zum Luma. Der ist gar nicht hier. Okay, ich dachte eigentlich, hier ist der andere Luma. Aber wo ist denn unser Luma? Ich hoffe, ich habe ihn nicht verpasst. Ah nein, da ist er. Okay. Kein Problem. Wir haben dein Geld. Und nun lass den Stern frei, wir haben mein Geld. Aber sicher. Auf einer, ich hab voll den Hunger auf Geld. Ja, wie voll der ist. Diesmal waren es ja nur 20 Münzen.
Wenn ich mir dran denke, dass der andere Typ 1600 wollte, dann ja. Aber gut, er wird zu einem, okay, doch nicht großen Planeten, er wird zu einem kleinen Planeten. Und da wird wahrscheinlich auch noch eine kleine Überraschung auf uns warten. Ist alles rosa, oh mein Gott. Ah ja, ein Bossgegner. Sowas in der Art. Habe ich schon erwartet, aber an den Drachen habe ich nicht erwartet. Okay, verdammt. Und er macht jetzt Lava. Das ist ja mal gar nicht gut. Okay, dann kann es sein, dass wir den dann vielleicht mit dem Risikokometen erledigen müssen. Na, dann komm mal her. Bohr dich in die Erde. Aber bitte schnell. Nicht, dass du hier mir meine kostbaren Münzen kaputt machst. Und oh, oh. Ja, ja, er setzt zum Köpfer an und er ist drinnen. So, erster Treffer für uns. Nein, nein, nein. Ich war... Die kommen den 1 Zentimeter, hätten sie mir noch geben können. Na toll, da haben wir jetzt halt abstecken müssen. Na, ganz toll, aber gut. Er ist noch nicht wirklich sauer, deswegen kein Problem. What the fuck? Bohrt er sich wieder in die Erde? Ja, da. Ein Treffer. Noch ein Treffer. Und... Was, er geht jetzt halt schon in Rage Mode? Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich glaube, es wäre ganz klug, bei dem Boss hier vorzugehen, dass man zuerst die hinteren Teile kaputt macht und... Oh, oh, oh. Da habe ich den Kometen nicht früh genug gesehen. Mist. Aber da liegen ja noch genug Münzen rum. Komm, schnell einsammeln, Mario. Wow, wow, wow. Der Typ geht aber gerade auch wirklich ab, ey. Ich darf ihn ja nicht mal mehr berühren, sonst brennen wir. Okay. Los, los, los. Wo kommt das nächste Körperteil von ihm? Ja, wie soll ich denn jetzt hinkommen? Verdammt. Schnell, hör auf, rum zu albern, Mario. Wir müssen ihn treffen. Gut, ich glaube, er hat nur noch zwei Segmente, die wir abschlagen müssen. Wow, wow, wow. Aber das macht ihn natürlich nicht einfacher. Denn jetzt können wir ihn wieder erwischen. So. Komm mal hier, dann gehe ich jetzt auf die andere Seite. Und nein, in dem Moment habe ich gerade geschlagen. Verdammt, komm, ich muss hier diese Münze treffen. Verdammt, ich war nicht schnell genug. Gib her, gib her, gib her. Jawohl. Puh. Und er hat auch noch eine befreit und... Oh, oh, das werden gerade hier echt viele... Lava-Szenen, die der hier macht. Jawohl, ein Treffer für uns. Wir wurden dafür voll erwischt. Aber ich glaube, die Lava-Szenen verschwinden wieder. Jetzt brauche ich aber Geld, ey, sonst gehen wir drauf. Oh, 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 oh. Alter, beruhig dich. Nein! Oh, na toll, jetzt bin ich echt gestorben. Na gut, dieses Mal schaffen wir ihn. Komm. Ich will mal wieder leben. So, ist aber schon ein bisschen traurig. Ich dachte, wir packen ihn. Aber die Taktik ist, glaube ich, ganz gut. Ich muss jetzt nur merken, ich glaube, er hatte 6 Segmente oder 7. Ich weiß gerade nicht genau. Muss ich dann nochmal mitzählen. So, Verwandlung. Ja, mach mal schneller hier. Gut, 6 KP. Und damit auf zum Bossfight. Ich finde, beim Drachen ist immer das Fiese, dass man halt nicht... Der Überblick fehlt total. Am Ende ist halt überall sind Körperteile von ihm und du weißt nicht genau, ist er jetzt in der Luft an der Stelle oder nicht. Aber ja, okay, komm. Andere schaffen sie auch. Ich brauche mich nicht rausreden. Und ich muss nur schauen, dass er hier nicht meine Münzblöcke da oder Münzkristalle kaputt macht. Gut, er ist in der Erde. Erster. Zweiter. Dritter. Oh, oh, oh. Vierter. Jawohl, den... Nein, 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 nein. Komm schon, wenigstens den noch. Jawohl, wir haben den letzten von, das letzte Segment schon mal erledigt. Das heißt, die ersten drei sind noch unangetastet. Und danach fehlt nur noch das fünfte, glaube ich, war es. Ja, genau. So. Oh nein, er hat eine Münze freigemacht. 1, 2, 3. Ach, warte, das vierte war's. Okay, gut, weg damit. So, okay, jetzt muss ich nur schauen, nicht, dass ich mich hier irgendwie ganz blöd verzählt habe und das jetzt böse enden würde. So, das nehmen wir mit. Ne, der hat nur noch 3, glaube ich. Und jetzt sollte ich mir echt beeilen. Der Typ ist schneller als wir. Ich vergesse das immer. So. Jawohl. Gut. Erster Treffer, jawohl. Und zweiter. Und dritter. Jawohl. Da sie das immer mit der Taktik macht, dann ist er doch eigentlich gar nicht schwer. Was habe ich denn schon wieder? Und, oh, oh, Mario, ich glaube, der explodiert. Renn weg! Und Mario ist nichts passiert. Glück gehabt. Naja, wir haben den Stern. Ich bin zufrieden. Puh. War zwar schon wieder etwas fail, aber komm. So, ich nehme noch die Sternteile mit. Denn die können wir gut gebrauchen. Schon wieder 100 Stück, die... Ja, sehr wichtig sind für unsere Luma-Fütterung. Und, ja, ich schau mal kurz auf die Uhr.
Oh ja, okay, der Part passt ja gerade so wie er ist. Deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Super Mario Galaxy 2. Ah ja, stimmt, damit haben wir auch die 100 Sterne geknackt und sind, ja, einen großen Schritt näher an Bowser. Okay, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein!